Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder. Und weiter geht's mit einer Reaction zu Gewitternkorb wieder. Und was ich mega geil finde, mit dem lieben Felix Lobrecht, gucke ich mir privat auch, also seine Videos gucke ich mir privat auch immer ganz gerne an. Und ich finde das cool, dass er jetzt auf YouTube, sage ich jetzt mal, auch mal zu sehen ist, ne? Guck mal rein, ne? Und ja, sie testen wieder verrückte Wish-Produkte. Sind die alle Produkte vom Wish verrückt? Das erfahren wir in der nächsten Folge. Wenn es heißt, sind alle Wish-Produkte verrückt oder nicht? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf hier deren Kanal. Ach krass! TV. Bin ich der Einzige oder habe ich mir den viel größer vorgestellt, ne? So mindestens 3 Meter, so ungefähr. Kann ja sein, dass im Fernsehen die Leute immer größer aussehen und immer, wenn die Leute dann mit YouTubern was zusammen machen, immer so übelst klein sind. Irgendwie habe ich jetzt so das Gefühl, aber gut. Könnte täuschen. Schön, dass du am Start bist. Warum liegt hier eigentlich Lauch? Das brauchen wir gleich. Weil ich Lauch bin. Die Wish-Produkte, die wir jetzt testen werden. Ja, sehr gut. Cool, dass du am Start bist, dass es geklappt hat erstmal. Ja, freuen wir uns mega drüber. Ja, danke. Danke für die Einladung. Es hat ein Jahr gedauert, wa? Ja? Ja, das kommt nur knapp hin. Aber wo du schon mal in Köln bist, da... Also ich würde mal den Otto einladen. Und vielleicht dauert es ja auch ein Jahr, ne? Merkel würde ich auch mal einladen. Mit deren Tee trinken, über Politik ein bisschen reden, über die wunderschöne Frisur, die sie immer trägt. Und sonst wünschen? Ja, das war's. Kann man das ja dann leicht mich würde ich gerne noch einladen, aber alle ich bin ja da. Corona getestet. Ich bin positiv. Wir werden heute wieder Wish-Produkte testen, weil der letzte Teil ja auch wieder so gut bei euch angekommen ist. Bin gespannt, was du zu den ganzen Sachen sagst. Ich kenne Wish nur als Internetwitz. Ich wusste nicht, dass es wirklich gibt. Also ich habe wieder irgendwelche Wish-Produkte rausgesucht. Die beiden wissen nicht, was nee, ist. Ich glaube, ich habe die Hälfte auch wieder vergessen, ehrlich gesagt. Vorher auch noch nicht gesehen. Ich war auch geschockt, wo ich mitbekommen habe, dass Wish wirklich existiert. Ich wusste, dass du das als erstes nimmst. Was ist das? Das ist ein Spielzeug. Ich würde schätzen, dass man... Auf jeden Fall passt die Stimme von deinen muss. Ticks zu dem Dinosaurier. Irgendwie passt. Stimmt, ja. Hallo. Das sieht so aus, wenn er so spricht. Hallo. Hast du gehört, er spricht? Ich glaube, das machst du hier einfach so, der spricht. So Brot rein oder sowas. Die habe ich auch überlegt, um was da drin aufzubauen. Das ist eine Frühstücksbox. Das ist wirklich eine Frühstücksbox? Das ist wirklich eine Frühstücksbox. Ja, ich bin mir gerade noch nicht sicher, ob Kinder, die das haben, eher gehänselt. Ich glaube, wollte ich gerade sagen, ne? Genau das wollte ich sagen. Hör auf, das zu sagen oder sagen zu wollen. Ich glaube eher, damit wirst du gehänselt, ne? Die Lehrer würden dann eher denken, okay, das Kind ist ein bisschen zurückgeblieben, das lassen wir mal ein bisschen in Ruhe, das braucht ein bisschen mehr Betreuung. Gut, ich würde es meinen Kindern geben, davon abgesehen. Ich würde aber auch meinen Junge Chantal nennen. Einfach nur, um meinen Junge zu ärgern, ne? Oder Autounfall, ne? Also, ne? Ich würde dann sagen, Pech gehabt, ne? Autounfall. Komm, geh mal in die Schule, Autounfall. Ne? Mach mal was für dein Geld. Geh mal arbeiten hier. Du bist 10 Jahre, du kannst mal endlich hier mal ein bisschen hier was für die Miete beisteuern. Komm. Sonst kannst du wieder 3 Jahre in den Keller. Ey, ich glaube, ich wäre der beste Vater überhaupt. Versteh das gar nicht, wieso ich keine Freundin gerade habe. Werden. Kostet sowas? Ja, so ein toller Vater. Das Ding bei Wish ist ja immer, du bezahlst da so 10 Cent für und im Endeffekt bezahlst du dann 10 Euro Versand, falls aus China kommt. Mhm. Würdest du es kaufen für den Preis? Also für so 10,46 Euro. Ja. Ja, doch schon. Also, falls jemand noch ein Geschenk für sein Kind also, zum Geburtstag oder so. Ja, ich würde das als Schlüsselanhänger nehmen. Für den ersten Arbeitstag. Okay, für den ersten Arbeitstag. Okay, dann lass es weitermachen. Ich hab das hier. Ist das vielleicht ein Topflappen? Hä, hey, weißt du das? Wirklich ein Topflappen? Ist wirklich ein Topflappen. Hä, wie zum Wischen oder was? Nee, ein Topflappen, um wenn ich hier was Heißes aus dem Ofen hole, das halt so anzufassen. Ja. Probier mal, ob das überhaupt funktioniert. Hä, aber was ist denn da zum Wischen. Der Vorteil gegenüber dem bewährten Topflappen? Also weißt du, was eigentlich das Prinzip von diesem Ding ist? Eigentlich soll man diesen draufstellen. Ach ja. So meinst du? Das dann genau. In den Backofen schieben und dann an der Seite hoch wieder rausheben. Wer macht denn sowas? Ja, ich frag mich halt, ob das nicht heiß wird. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es für den Ofen geeignet ist eigentlich. Aber es wurde so verkauft, ist doch schön, dass wir schon so ein paar Hunde haben. Da es aus China, kommen, werden da irgendwelche Produkte mit drin sein, irgendwelche Chemikalien, die extrem krebserregend sind.
Und deshalb würde ich das gar nicht erst anfangen. Weiter. Das ist ein scheiß Produkt. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwas bestellt habt? Ich bestelle ungern was aus China oder sowas. Aber ich habe damals mal was bestellt. Ich weiß schon gar nicht mehr, was es war. Was war denn das? Ich habe irgendwas mal aus China geholt. Aber ich weiß auch gar nicht mehr, wieso. Sondern das Produkt hat mir irgendwie gefallen. Und ich habe es nirgendwo anders gefunden. Da habe ich mir gedacht, ach komm, hol's das mal. Ich weiß nicht, es war irgendwas. Und das hat... Oh, ey, wirklich, ich habe da dran gerochen, ist kein Witz, das hat so nach Chemie gestunken und ich hatte solche Kopfschmerzen, nur von dem Geruch und meine ganze Bude hat hier gerochen, wie als ich hier sonst was mache. Weiß ich nicht. Ja, ist das hier, Crystal Meth oder so ein Scheiß. So hat das irgendwie gerochen, wie als ich hier irgendwie eine Küche habe ich, ne, also, ne. Aber, ne, ihr wisst, was ich meine. Also, nee. Das ist auf den ersten Blick eine Tasche. Das sieht aus wie als für eine Waffe. Komm. Weißt du, was das Ding ist an dieser Tasche? Nein. Da kommt eine Waffe. Da sollte eigentlich ein Mikrofon drin sein. Ach, da sollte was drin sein. Aber wo ist das? Sieht aus wie so für eine Waffe. Ne, ist keine Waffe, ist ein Mikrofon. Drücken Sie mal. Nein, die haben es einfach nicht reingetan. Vibratoren sehen ja auch viel aufwendiger aus heutzutage, ist schon aufgefallen, die haben so richtig abgefahrene Formen. In der Form schon eher, aber in der Form? Ja, aber gerade in der Form, ich glaube so diese ganze, die sind so noch so dreifach. Also Felix kennt sich aus. Für so einen Vibrator sein, die haben den halt einfach nicht reingetan. Ja, oder für zwei halt. Ja, gut, ohne Mikro ist es halt eine Tasche. Tasche und sowas. So ist halt eine Tasche. 1 bis 10 für die Tasche. Also, ja, dafür müssen, wenn das Mikro genauso geformt ist, dann ist es eigentlich eine ganz gute Tasche, finde ich. Die Tasche an sich finde ich auch ganz gut, wenn man das vielleicht rausholen könnte. Wollte ich gerade sagen, man kann ja bestimmt. Könnte. Ja, es wäre eine richtige Scheißtasche, wenn das Mikro wirklich gar nicht diese Form hat. Also, weißt du, was ich meine? Wenn es einfach hier so gerade ist. Der sieht aus wie ein Megafon. So Nupsis. Hallo. Ja, von mir kriegst du 3 Punkte. Also, ich bin etwas enttäuscht, dass das Mikro nicht da ist. Ich Einer. Tasche einen Punkt. 3 Punkte ist voll gut für eine leere Tasche, wo nichts drin ist. Ja, ich dachte, es geht gerade nur um die Tasche. Also, jetzt rein nach Taschenmaßstäben, 3 Punkte. Aber wenn man sich jetzt auf ein Mikro gefreut hat, dann ist es natürlich enttäuschend. Dann gibt es auch nur einen Punkt. Ich will das hier. Hat das jemand schon mal von euch? Fangirl. Ihr habt was bestellt und das nie erhalten? Hat schon nie. Den bitte. Schnipsen, genau. Was ist das denn überhaupt? Na, ich glaube, hier kann man so Minigolf zu Hause spielen. Wollte schon sagen, das ist so eine kleine Minigolf-Anlage. Ja, nicht fürs Wohnzimmer. Nicht? Guck mal auf die Verpackung drauf. Ach, fürs Klo. Improve your pudding. Ach, und ach, beim Kacken soll man es machen. Ja, das können wir jetzt... Können wir es mal ausprobieren. Das können wir jetzt höchstens nachstellen hier mit dem Stuhl. Und mit wir meine ich du. Soll ich das mal auf dem Klo aufbauen? Ja, lass mal ausprobieren. Okay. Aber ich glaube, angenommen, man sitzt jetzt hier so. Es ist da nicht ein bisschen... Ja! Schlag mich alles kaputt mit dem Schläger. Ja, aber jetzt wisst ihr immer, was eure Chefärzte machen. Ich geb dir den Ball. Du brauchst ja auch noch Bälle. Oder eure Allgemeinmediziner, wieso die immer so lange auf Toilette sind. Platz, oder? Ja, die müssen einlochen. Ob du einlochst? Das war aber voll einfach. Also es ist besser als beim Minigolf. Ja. Was gibst du dem Gadget für den Spaß? Ich würde sagen, 2 Punkte. Also es ist auf jeden Fall mehr Spaß als mit der leeren Tasche. Felix, was hältst du davon? Ja, ich glaube, das ist so ein, ich glaube, es ist so witzig. Moment. Man kann den Ball in die leere Tasche reinmachen. Kann man ja kombinieren, ne? Also zu erzählen, aber ich glaube, niemand spielt's. Weißt du, ich meine? Ja, du kannst auch gerne was mitnehmen. Ich mach das jeden Tag. Was davon immer. Gefällt. Ja, wenn... Willst du eventuell das Minigolf mitnehmen? Nee. Oder doch die Brotdose? Ich habe aber immer meinen eigenen Schläger dabei. I've always loved sci-fi. Ah, es war ein Witz, P18, versteht ihr nicht. Right on the... Was ist das? Testikuzzi. Testikuzzi for the nuts, okay. Das ist bestimmt ein Nussknacker, oder? Das ist viel bescheuerter. Boah, das ist alles eine China-Scheiße. Das ist wirklich das, was ich denke. Das ist, glaube ich, das, was du denkst. Ja, das okay, das da habe ich keine Ahnung. Was man damit Zigaretten? Hat es in der Tat, ja. Den Hodensack in warmes Wasser trinken. Mhm. Und dann? Oder und dann sprudelt es, oder? Das ist ein Whirlpool für die Eier. Das ist ein Whirlpool für die Eier. Ah, jetzt macht er es. Geil, brauche ich. Testikuzzi heißt es. Willst du es kurz vormachen, Jana? Ich könnte ja mal erstmal versuchen, ob das Wasser drinnen wirklich aufsprudelt. Müsste noch irgendwie eine Batterie. Würdest du deine Eier in so ein China-Elektroprodukt halten? Nein, auf keinen Fall. Ey, würde ich aber auch nicht machen. Vor allem mit Wasser zusammen. Ja, ey, da würde ich wirklich den Teufel.
Kann ja mal gucken, ob das Wasser tatsächlich anfängt zu sprudeln. Ich habe das hat 60 Euro gekostet. Also. Ja, das ist nicht so geil. Oh, in dieses Produkt habe ich so viel Hoffnung gesteckt, das muss jetzt funktionieren. Musstest du denn aktiv danach suchen oder wurde dir das irgendwie vorgeschlagen? Nö, das hatte ich noch da. Also, ist ja an sich nie schlecht. Stromanschluss, ne? Noch irgendwie ein Batteriefach. Es ist ein lustiger Gag als Geschenk so. Die Umkehrbrille. Hier, irgendein Optik-Quatsch. Dann einfach das Bild umdreht wahrscheinlich, ne? Also, wenn das so ist, dann stelle ich mir das ehrlich gesagt aber relativ witzig vor. Also, boah, das sieht so krass nach Fetischparty aus. Ja. Mit dem Eier-Jacuzzi bist du auf jeden Fall der King im Berghain, ey. Vielleicht kriegst du dadurch ja auch keine epileptischen Anfälle, weil das Licht dadurch so... Ich vermute eher, dass ich die dadurch noch eher bekomme. Das wäre richtig verwirrend, damit irgendwie... Ich will das auch mal umsetzen, bitte. Hä, aber ist das Brainfuck oder geht das? Ein bisschen. Das sieht auf jeden Fall crazy aus. Boah, das ist auf jeden Fall richtig schwer, sich damit zu orientieren. Warte, lass mal an, bleib mal stehen. Ich will wissen, wie das von vorne. Deine Augen sehen richtig crazy aus. Ja finde ich bisher das Beste. Würde ich mir nicht kaufen. Ich finde es bisher auch das Beste. Wie traurig, das ist doch das gut, würde ich mir auch nicht kaufen. Ja, und vor allen Dingen, also es ist auch wirklich so, das ist so unglaublich schlecht verarbeitet hier alles. Penis! Ja! Das ist alles scheiße hier gerade, aber es ist trotzdem das beste Produkt. Fiona Pro Flying Spinner. Okay, LED-Lights von Night Flights auf jeden Fall. Also das ist ein Ball. Ja. Das ist momentan in Japan der letzte Schrei. Natürlich. Die sind eh alle verstrahlt. Den kann man anmachen und sich hin und her werfen. Wo geht der an? Das weiß ich nicht. So, wenn ihr euch den jetzt entgegenwerft, denkst du, das fliegt? Also wenn das wirft, dann fliegt das, ja. Ja, aber der soll macht eigentlich Sinn, so gleiten. Ne? Ach so. Ah. Oha! Oh wow. Wow, 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 wow. Okay, das finde ich. Hä, war voll nice. Aber wie kann man denn von dem Ding überhaupt die Flugbahn lenken? Geht das überhaupt? Ja, was tust du da? Boah, ey, also ich bin kein Arzt, aber das wirkt für mich richtig so, als wenn das ein Epilepsie-Trigger für das Ding, ey. Oder? Ja, die Lichter sind nicht stark genug. Wie soll man das denn lustig? Das soll vielleicht so ein Boomerang sein. Ist es besser als das Golf für die Toilette oder schlechter? Würde ich eine 4 geben. Ja. Aber dadurch, dass es auch viel gefährlicher ist, ist das Toilettengolf schon trotzdem besser, oder? Also irgendwie wirkt es gefährlich. Es sieht so aus, auch wenn es wie es da gerade liegt, kannst du mal filmen. Es sieht aus, als würde es jeden Moment explodieren. Das ist komisch, blinkt so. Hattest du selber schon so Kontakt zu Leuten, die Tourette haben? Hallo! Nee, nur einmal hatte ich jemanden im Publikum mit Tourette. War, als er mich das erste Mal genannt hat, verwirrend, dann danach nicht. Nicht mehr, danach war es eigentlich eher witzig und ansonsten jetzt, also im echten Leben bisher noch nicht, nee, war das erste Mal, aber okay, ich wurde in Berlin. Also, ihr habt gelernt, die Leute, die im Publikum sind, das ist kein echtes Leben, das ist, jetzt wisst ihr's, das ist alles nur, das sind alles, die Leute, die im Publikum sitzen, sind alles nur Beamer-Objekte. Ne, man kann ja per Beamer kann man ja heutzutage ja auch schon 3D-Objekte widerspiegeln. Jetzt wisst ihr, es ist nicht das echte Leben, das ist auch kein echtes Publikum, ne? Trotzdem viel beleidigt. Ja. Wie ist es? Ja. Ja, das hängt, also mein finales Urteil kommt erst, wenn klar ist, ob er mir jetzt was von seinen Opiaten abgibt oder nicht. Davon würde ich ehrlich gesagt abhängig machen. Bisher 3 von 5 abhängig Sternen. Abhängig machen. Das war eigentlich ein ganz guter Joke. So, warte mal, was haben wir denn hier überhaupt gerade? Das ist, glaube ich, den Zip-Slicer. Was zum Schneiden. Hier rein, ja. Dann schiebst du dich hier so durch wahrscheinlich. Das kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen. Mal gucken, ob das funktioniert. Vielleicht könnte man das hier noch in Kombination mit dem... Man könnte, ich würde da was ganz anderes reinmachen, aber das bleibt ein Geheimnis. Wirklich, können wir es halt nicht probieren. Hast du Knoblauch oder so? Ach, ja, wir können ja oder die Chili-Dinger. Oder den Knoblauch. Ja, jetzt musst du eigentlich nur hoch und runter gehen und dann ist es geschnitten. Mal gucken. Ja, komm, ich hab da Hoffnung. Was jetzt? Ich glaube, oben raus kommt es. Ach so, das wird der Trick sein, ne? Echt? Nee. Ich glaub, hä? Das geht nur mit. Hat doch gar keinen Sinn, wollte ich gerade sagen. Nicht schneiden, aber... Also scharf ist es. Ja. Kann ich nicht beurteilen. Dann ist jetzt nichts, was so wirklich sinnvoll ist, oder? Nee, bisher nicht. Die Dino-Dose. Die ist cool. Die Dino-Dose. Die Dino-Dose ist am sinnvollsten bis jetzt. Das ist sogar wirklich praktisch. Das kommt auch aus Japan. Hä? Stempel. Achso, ein Stempel. Stempel. Und was kann man damit stempeln? Das ist dafür da, wenn ihr euch irgendwas bestellt habt und die Pakete irgendwo zu sehen sind oder weggeschmissen werden sollen, kann man da so drüber mitgehen, dann wird die Adresse und der Barcode wird dann undurchsichtig. Wir haben hier ein Paket, was man schwärzen kann. Ach nee, es war auf so Folie, wa? Wir sind da schon Tinte drin. Ach so! Wir probieren jetzt diesen Barcode hier zu schwärzen. Und du musst, genau. Eigentlich praktisch. Das nehme ich mit. Das kriegt von mir die volle Punktzahl. Mega. Kauft es.
Nein, jetzt nicht schon wieder. Oh, das ist aber praktisch. Was ist das denn? Das ist eine, so eine Mehrfachschere. Hier. Ach, für den Spargel. Das ist absolut kein Spargel. Genau. Das ist echt cool. Das funktioniert leider nicht. Also die Idee ist witzig, aber es funktioniert leider überhaupt gar nicht. Es bleibt halt alles da drin hängen. Es bleibt alles da drin hängen und die sind alle nicht scharf. Scheiße. Warum haben wir heute nur Schrott? Manchmal haben wir sogar Sinnvolle. Dieses Produkt ist wirklich für toxische Männlichkeit erfunden worden. Wenn du einfach möglichst männlich trinken willst, das ist eine Trinkflasche in Hantelform. Ach du Scheiße. Kannst du auch Bier reinfüllen. Increase Fitness. You want it. Das Ding würde ich immer in die Kneipe nehmen und wenn mich so jemand fragt, was machen Sie dann? Na, ich trainiere doch, sieht man doch. Ich habe übrigens einen Wecker, den habe ich mal von meinem Onkel geschenkt bekommen. Der müsste auf der anderen Seite stehen. Das ist auch eine Handel. Und der Wecker geht erst aus, wenn man 30 Mal die Handel bewegt hat und ich hatte irgendwann keinen Bock mehr und habe das Ding ausgestellt. Das war mir zu anstrengend. Aber an sich eine coole Idee. An sich ganz cool. Do it, ist der Slogan. Aber das finde ich. Aber das ist wirklich nur zum Trinken gedacht. Ja, aber daran erkennt man auch immer so Leute, die so gerade mit Fitness erst angefangen haben, die sich dann so eine zu professionelle Flasche gleich kaufen. Ich habe mit Fitness angefangen. Ja, das werde ich gerade sagen. Du hast nur Leute, die siehst du McFit nur am Butterfly, die so eine Flasche haben. Ich muss sagen, ich habe einen McFit bisher noch nie von innen gesehen. Ja, das ist aber eigentlich, mal gucken, was hier noch drin kann man ist. Kann man da nicht was zu trinken einfüllen und parallel mit dem Trinken trainieren? Das behalte ich. Ich fange an zu trainieren und trinke Wein. Das war kein Tick, das ist meine Persönlichkeit. Denkst du, das Licht, was durch die Flüssigkeit da drin herauskommt, reicht zum Trainieren? Für Jan schon. No front. Aber ich würde mein, also wenn, ich sag mal so. Das ist zum Reinigen. Ich finde es ein witziges Produkt, aber ich würde mein Kind nicht daraus trinken lassen, wenn ich hätte. Also ich auch nicht. Wegen den ganzen Chemikalien davon abgesehen. Aber cool wäre es, ne, wenn das Produkt ein bisschen kleiner, ein bisschen handlicher wäre, man da wirklich was reinfüllen kann. Und aber durch das Reinfüllen und vielleicht auch nur durch ein Eigengewicht, so man auf 5 Kilo kommen könnte. Und man wirklich dann auch mit der Handel trinken kann. Trainieren kann und dann wirklich nebenbei so trinken kann. Das wäre cool. Oder? Aber wer nimmt denn bitte schön so eine Trinkflasche mit, die 5 Kilo wiegt? Genau, ne? Genau. Space. Also ich denke mal, da passen 2 Liter rein. Also hat man ja schon 2 Kilogramm, aber ich weiß halt nicht, wie die Handel sieht nicht schwer aus. Das wäre dann irgendwie noch ein bisschen witziger, aber sonst ist das Ding. Ich trainiere jetzt auch mal ganz kurz hier. Schöner Energy Boost. Das ist Weichmacher. Das ist nur. Und wenn du aber die Hantel nimmst mit der Brotbox. Stimmt. Ja, finde ich aber eigentlich ganz witzig, oder? Es ist schon witzig. Also, ich glaube, wenn man die Hand da reinhält, fault die ab. Durch die ganzen Chemikalien, Weichmacher und Pipapo. Das ist ein guter, Door-Opener für ein Gespräch oder sowas. Also, ich beleidige die Leute an der Stelle immer. Und da fahre ich auch gut mit. Capgun. Ah, aber ich glaube, man macht das so ab und dann kann man die schießen. Ja, aber das geht nur mit so großen Flaschen, also mit großen Kronkorken. Ich habe leider gerade keine. Du weißt, wenn nach. Ja, leider hat keine da, weil die Flaschen sind schon seit 2 Stunden leer und die wurden schon weggeschmissen. Zu sind. So, hier, 2 Euro. Die zu sind. Also man muss es dann so rumhalten, weil das 2 Euro Stück zu klein ist. Dann fällt es durch. Aber ich glaube, man kann es so rumhalten. Ja. Ja, funktioniert gut. Funktioniert gut. Nehme ich. Capgun. Capgun, beste Gun. Nach allem, was du bis jetzt mitbekommen hast, würdest du in Zukunft auf Wish einkaufen? Nee. Nein. Okay. Ich glaube, das kann ich ausschließen. Wenn ihr darauf kommt, seid ihr echt gut. Ja? Ja. Okay. Das sieht also auf den ersten Blick irgendwie aus, als ob das, was es sein soll, unvollständig. Für die. Okay, also guck mal. Das hier schraubt man auf jeden Fall an die Wand. Ist doch gut, dass da keine Gebrauchsanweisung dabei ist. Ja, das müsst ihr selbst erklären. Was vermutet ihr denn, wofür es ist? Der sieht aus wie so ein Wischer, so ein bisschen hier. Keine Ahnung. Kann man damit vielleicht Fenster wischen? Könnte aber auch für irgendwas eine Halterung sein, ne? Also, das ist ja Plastik, ne? Hartplastik. Also, da kann man, denke ich mal, nie unbedingt einen Fernseher dran machen.
Keine Ahnung. Haushaltsgegenstände. Ich dachte erst, es wäre vielleicht so, um die Dusche sauber zu machen. Das hier kann man drehen auch. Ja, so genau. Quatsch. Das ist ein Sockenanzieher. Was ist das? Das ist ein Sockenanzieher. Ein Sockenanzieher. Okay, da drauf. Hey! Hallo. 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 Endlich ein Penner, der meine Sachen aufbaut. Wie soll ich jetzt denn da ein Bein drauflegen? Also hier passt auf jeden Fall ein Bein rein, aber... kriegt von mir 8 von 10 Punkten. Ich könnte mir halt vorstellen, dass man vielleicht in dieses Ding irgendwie die Socke reinspannen muss, da das Bein reinlegt und dann irgendwie... Nee, ich habe keinen Plan. Hey, also hier aber dann... die Socke rein. Socken anziehen ist auch wirklich nicht so ein krasses Problem. Eigentlich. Ja, ne, wollte ich mal sagen. Das ist wirklich, das ist so die Antwort auf eine Frage, die keiner gestellt hat. Das stimmt. Irgendwie so. Wir hatten auch schon mal so ein Gerät, ja gut, das war... Moment, es gab es auch nie damals jemand, der gesagt hat, aber wir bräuchten jetzt mal einen Zahnstocher. Also ich hab... Ne? Ich kann mir nie vorstellen, dass die Leute so in der Kneipe damals gesagt haben, oh, wisst ihr, was jetzt übelst cool wäre? So ein Zahnstocher. Jawohl, doch, doch, könnte man in der Kneipe, solche Gespräche könnte man in der Kneipe führen. Man könnte aber auch in der Kneipe Gespräche führen über Sockenanzieher. Zum Hintern abputzen da. Ah ja. Dann nehme ich es als Folterwerkzeug. Genau. Ja, das ich dachte echt, das ist hier für Scheiben oder so. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Und danke, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Und auch vielen Dank für deinen Besuch heute. Hat uns sehr, sehr gefreut, dass du mit uns diese extrem wichtigen Produkte getestet hast. Ja, hat sich gelohnt. Und was davon wirst du... Die beiden Sachen nehme ich mit. Ah ja, okay, das sind also so deine Favorites. Ja, die Capgun und hier das Adressschwärzer-Ding. Den Rest lasse ich dir. Ja, so von der Idee her fände ich das auch ganz cool. Ja, die Idee, aber... Aber in der Umsetzung leider nicht. Umsetzung schwierig. Das verstehe ich. Also ich muss sagen, die Handelflasche ist noch ganz gut, daraus würde ich nicht trinken. Wie war es mit dem Hodenbart finde ich ganz cool. War das irgendwie so ein bisschen außergewöhnlicher? Ist das irgendwie, wusstest du erst nicht, wie du mit umgehen sollst? Oder war es für dich so, keine Ahnung, ganz normal? Der Überraschungseffekt ist schnell weg. Und dann ist eigentlich, fand ich es eher spannend, was als nächstes kommt. Wenn das gerade ein bisschen nervig ist, aber... Verstörend! hab's mir anstrengender vorgestellt, sagen wir mal so. Eigentlich gesellschaftstauglicher als gedacht, oder? Also man sieht ja zudem... Also es ist genau einmal komisch kurz und dann ist so, okay, ja, daran liegt es und dann ist es irgendwie... Bei dir ist es die ganze Zeit komisch. Sagen Leute auch zu mir. Also im Internet sind es ja auch immer nur relativ kurze Ausschnitte, die man so zu sehen bekommt aus einem gesamten Tag. Ja. Und also ja, gesellschaftsfähig finde ich das auf jeden Fall auch, aber es gibt natürlich auch andere Tage, mal ruhigere, mal lautere, aber da kann er, glaube ich, auch ein Liedchen von singen. Okay. Tschüss, danke, dass du hier warst. Gerne, hat Spaß gemacht. Tschüssi. Ja, also ich muss echt sagen, das beste Produkt war das Produkt hier für die Hoden. Fand ich sehr schön. Das war, müsste hier irgendwo, war doch hier, ne? Ja, ich glaube, es war das hier, ne? Ja, also das Produkt war das schönste Produkt, muss ich ganz ehrlich sagen. Braucht jeder Mann. Ganz wichtiges Produkt, das wird auch die Welt verändern. Ja, die anderen Produkte, gut, also die Pro-Dose würde ich jetzt, was war eine Pro-Dose, glaube ich, ne? War ja eine Pro-Dose oder irgendwas, ne? Ey, er kann immer auf den Frame gehen, den ich auch anklicke. Leck mich am Hodensack. Gut. Ne, irgendwie so. Was war es? Irgendwie eine Dose, ne? Glaube. Ist ja egal. Aber das würde ich einfach mein Kind mitgeben, dass die Lehrer denken, dass mein Kind zurückgeblieben ist, ne? Oder dass die Eltern zurückgeblieben sind. Das kann natürlich auch sein, dass man den Eindruck eher hinterlässt. Aber ja. Wie schon gesagt, ich würde auch nie unbedingt was auf Wish bestellen, einfach durch die ganzen Weichmacher, was da alles drin ist. Da gibt sogar mehr als genug Videos auf YouTube, wem das mal interessiert, wie viele krebserregende Inhaltsstoffe da einfach mal drin sind. Ne? Und da passe ich halt auf. Das, wie schon gesagt, das riecht man auch. Also ich finde immer, wenn man was, ich habe es jetzt dreimal vielleicht, was aus China geholt. Das riecht man richtig, ne? Also da muss man zwei Tage lüften, dauerlüften, dass der Geruch wieder rausgeht. Ne? Aber okay, muss jeder auch selber wissen, die Leute, die sparen wollen, müssen halt auch mit den Konsequenzen leben. Ist einfach so. Ja, und damit sehen wir uns in der nächsten Aufnahme. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Bis dahin, haut rein und tschüss.